Heute ist Samstag, der 11. Dezember und wir sind hier in Demmin vor einem Futtermittelhandel. Wir haben einen Hilferuf bekommen und zwar ein Zirkus in Stoppenhagen. Kann es sich nicht mehr leisten, Futter zu kaufen wegen der Pandemie. Wir wollen jetzt Hilfe leisten, wir wollen jetzt Futter kaufen, das dahin bringen, eine kleine Barstellenspende noch übergeben. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne begleiten. Kommt! Ja, wir haben noch Rabatt bekommen vom Verkäufer, der hat sich auch noch mit einer kleinen Spende beteiligt. Tolle Sache, jetzt geht's auch nach Stoppenhagen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Stoppenhagen. Wir hatten telefoniert mit dem Zirkus, woran es mangelt, Tierfutter. Und ja, ein großes Problem ist natürlich die Pandemie. Er kann keine Vorstellungen mehr abhalten. Es geht ihm wie vielen anderen Unternehmen oder Schaustellen. Man muss sich bloß mal anschauen, was auf den Weihnachtsmärkten dieses Jahr los war. Die Leute haben Ware eingekauft, haben sich darauf eingestellt und dann dieser Zickzackkurs der Landesregierung hat dann wieder alles zunichte gemacht. Das ist einfach ja, für diese Menschen ein großes Problem. Das ist die umsatzstärkste Zeit für die Gewerbetreibenden in dem Bereich und das macht natürlich vielen Unternehmen zu schaffen. Insofern plädieren wir da, dass es da eine vernünftige Strategie gibt und dass man einfach eine Politik mit Augenmaß fährt. Man kann nicht alles schließen. Warum sollte man Weihnachtsmärkte draußen schließen? Was ist das für eine Regelung, dass dort nur Geimpfte und Genesene auf Weihnachtsmärkten sein dürfen? Also es ist einfach eine völlig widersinnige Politik. Und dieser Zirkus hat jetzt das Problem, dass er dort keine Einnahmen mehr generieren kann. Genau. Und jetzt ist es wirklich nötig. Ja. Nötig, ja. Ich hatte in der Zeitung gelesen, es ist ein bisschen Heu ist schon gespendet worden, das ist ja gut auch. Ne? Heu ist gespendet worden und jetzt stehen unsere LKWs, jetzt sagen wir mal, wir brauchen ja ein bisschen Brennstoff, dass wir dann können hier auch den wieder hier weiterziehen. Ja, ja. Wir wollten, wie sieht es denn aus? Ist denn eventuell eine Veranstaltung möglich, dass Sie eine Vorstellung geben können hier oder ist das schon komplett ausgeschlossen für dieses Jahr? Nee, es besteht noch eine Chance, sag ich mal so. Es besteht noch eine Chance, wenn sie aufmachen. Ja. Wenn wir dürfen, dann würden wir es gerne machen. Wann erfahren Sie das? Das geht ja nach dem 15. Ja. Nach dem 15. geht es dann könnten wir vielleicht eine Veranstaltung geben. Wir haben nämlich auch Pferde zu Hause. Und die riecht ja wahrscheinlich nicht. Ja, ja, klar. Tiere, ne? Ja. Das ist das Feld hier. Und ach so, das haben Sie immer so. Das haben wir immer so. Wir haben auch noch andere Zelte für die Tiere. Ja. Noch, aber jetzt haben wir das Feld hier, weil hier das ist noch ein bisschen mehr spitz. Ja, ja. Hier läuft der Schnee, kriegen wir den Schnee besser runter. Ah. Ja, aber ist auch besser jetzt, dass die Tiere jetzt abends nur in ein Zelt sind, ja, und nicht in zwei Zelte verteilen, ja, weil die Wärme. Ja. Also ich finde ja auch Esel gut, ich würde mir auch welche sogar zu Hause halten, aber ich habe immer Angst, dass die dann so einen Alarm machen und die Nachbarn sich dann beschweren. Das ist dann. Ja. Gut, das machen sie nicht so, ja, ne? Nicht so, ne? Nur wenn fremde Personen kommen, dann melden sie sich doch. Ja, ja. Schön. Oh, guck mal, wenn ich den noch mitbringen würde nach Hause, der würde mal meine Kinder wählen, aber natürlich. Jetzt. Schön. Prima. Ja, ich würde sagen, dann lass uns mal das Futter holen hier, am besten mit der Schubkarre. Die Schubkarre? Ja. Ich gekauft Taubfutter, ist richtig? Ja. Taubfutter. Taubfutter, Hundefutter, Pferde, irgendwas, Mais, habe ich noch Futtermöhren, alles was so. Toll. Das ist natürlich auch nicht die
Es ist schön. Ja. Ich bin auch nicht der Spezi, was ist, aber könnt ihr was mit anfangen oder was? Ich könnte mal ein Foto von meinem. Also auf Twitter haben sie die Zeuge gehabt. Wir haben 15 Gastspielorte, ne? 15 Gastspielorte hatten wir. Und was ist sonst der Durchschnitt? 30, über 30. Also die Hälfte nur, ne? Die Hälfte. Die Hälfte, Zuschauer auch weniger. Die Hälfte und die Zuschauer auch weniger. Ja, ja. Aber sagen wir mal, wir hängen so dran. Das, ne, uns würde, sagen wir mal, ich würde, könnte jetzt nicht im Haus wohnen. Und das ist für mich. Ja, man hat so gelernt. Das ist so. Wenn ein Haus und würde da oben rausgucken und. Ja. Also wäre für mich Haus und Balkon oder nur. Ja, oder genau, so. Balkon und einen Garten noch. Ne? Einen Garten sehe ich auch gerne. Ja, Garten muss man mindestens haben. Ne? Ja, ich finde es richtig schön, wenn so ein Garten. Aber dann ist wieder mein Zirkus. Ne? Wir drücken Herrn Ortmann die Daumen, dass er jetzt im Januar dann wieder eine Vorstellung geben kann. Unser Kreistagsabgeordneter der AfD, Engelhard Kelm, ist auch dabei. Wir haben eine Spende übergeben, Futterspende. Und ich hoffe, dass das endlich wieder Normalität einkehrt. Denn das ist das, was die Leute, gerade die Zirkusleute, sich wünschen, dass sie wieder ihre eigenen Brötchen verdienen können. Ich bedanke mich recht herzlich.